Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren wunderschönen Folge Fate Extella mit ja, der lieben Altera hier, die uns erzählt hat, dass sie für vor 1000 Jahren mal als eine Frau existiert hat, eine Attila. Und wir kennen Altera halt als Altera, den Hunnen, den Eroberer von Nordasien quasi. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob sie uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen wird. Wir haben Tamamo im letzten Part besiegt, haben ihr das Regalia entrissen. Unser zweites Ich schlummert jetzt in dem zweiten Stück des Regalia. Und ja, wir haben sie in einem sehr tragischen Schauspiel, wenn man so will, besiegt und uns von ihr verabschiedet. Auf jeden Fall geht's jetzt ganz normal weiter. Wir sprechen erstmal eine Runde mit ihr. Wir werden mal erfahren, was ihre... Ja, was es eigentlich mit ihrem früheren Leben als Attila auf sich hat. Okay, also sie besteht tatsächlich aus zwei Erinnerungen.兵器としての私を言い表すなら、そんな形容があっているのでしょう。その中期にある知性体の文明を世界を破壊する。それが私たちの存在理由でした。でも私の原型に相当するものは違うんです。私。Okay. Ja, wir haben den ersten Kontakt hergestellt, eindeutig. In diesem Traum hat sie die Rolle von Attila eingenommen. Ich
Und auf Attila basiert quasi ihre Servant-Form, schätze ich mal. Ja, tatsächlich dieser Attila der Hunne.砂漠の中で瓦解し、土くれとなった。その土くれ、砂漠に残された私の亡骸には頭脳体が残されていたのです。私のセファールの記憶を受け継いだ頭脳体、人の形をした人工生命、それは幼体のまま眠り続けていました。 それが地上での私です。偶発的に生み出された人間もどき、フンヌの長老たちは伝承を読み解き、神の遺体を探し当て発掘した。そうして発見されたのが頭脳体でした。彼女は記憶すべてを失っていました。自分の名前も素性もわからない。そんな彼女に 長老たちはアッティラという名前を与え、フンヌの一族に迎え入れてくれたのです。彼女は戸惑いながらも新しい自分を受け入れた。その胸には言葉にできない喜びがあった。また、なんか、その一人の人間として生命として地上に生きる、その新しいオーダーに彼女は存在意義を感じたのです。 私は見ました。かつて自分が壊したものが美しく再生し、今も続いている様を私は見ました。私から切り離されているのに深くつながるアッティラの人生を。基本的には私たちは同じもの。スケールこそ違えど、 暴力によって他の文明を蹂躙する存在です。けれど、違いました。多くの点で私たちは異なっていたけど、最大のそれは目的があった。アッティラはフンヌの長として同族の繁栄のために破壊を繰り返しました。でも人の視点で語るなら、 醜い行いとして弁明されます。そうですよね。 では、この私は？ 破壊のための破壊、目的のない破壊こそが私の行動原理。 Ja, die macht im Prinzip nur ihren Job, klar. Aber sie wurde ein bisschen von den Erfahrungen, die Attila gemacht hat, ein bisschen davon beeinflusst. あの美しい草原を駆け抜けたあの子のように。
醜くとも悪としていき、そしていつかあの大地に帰りたい。 そんな風に思って願ってしまうのがここにいる私です。暗がりで14000年を経るうちにこんな風に壊れてしまった破壊の機械装置、私というものなのです。 Wie gesagt, sehr interessant, mal ihre Stellung der Dinge mal zu erfahren, wie sie über Menschen denkt, wie sie darüber denkt, dass auch sie nur ein begrenztes Leben haben, aber jeder Mensch an sich versucht oder danach strebt, etwas zu hinterlassen, um seine eigene Existenz irgendwie zu belegen quasi, und sie so etwas gar nicht kann. 私の核の一つです。とても古い由来のあるものなのです。それは切り裂くもの、戦うという原始的な行為の具現、世界の具現、原初の神々の一柱、軍神と呼ばれる存在が手にしていた力です。 Oder Kratos, aber ja, Mars war der Gott des Krieges. うん、richtig。そうですね。彼らのオリジナルの概念としての神、それこそが14000年前の軍神でした。だからあの剣は最大の強敵であった軍神を打ち倒して手にした 唯一の大事なもの、あの剣を獲得したことで私は白い巨人から剣を持つ者にルテンしたのだと思います。セラフ流に言うとクラスチェンジですね。その結果私は軍神の剣を生成できるようになった。地上のアッティラが手にしたものを軍神の剣に変換できるのも もう体内にその因子が組み込まれているから、こんなことを口にするのはそれこそ罰当たりなのでしょうけど、あの剣を手に入れたことで私は私になった大切なものなんです。ありがとうございます。 Oh, süß. Sehr interessant. Von Mars, von Ares kam das Schwert. Dem Gott des Krieges. Sehr interessant. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt in dieser Mission... Oh, wer ist denn der Unbekannte? Na egal, machen wir einfach mal. Das Schwert quasi von Ares vom Gott des Krieges stammt. Sehr interessant. So, jetzt muss ich mal nur die richtige Codecast an der Stelle anwenden. Gegen Gift. Ah, da haben wir schon was. Und ja, dann kann es auch schon losgehen mit der 5. Schlacht inzwischen in ihrer Story. Und wir sind immer noch nicht nahe genug dran an Ende ihrer Geschichte. Das benötigte Level ist 13, wir sind schon Level 20. Das schon seit ein paar Kämpfen. Und ich glaube, bei ihr wird es bestimmt mehr als 7 Kämpfe oder sowas geben. Bisher hatten wir nur immer 6 Kämpfe bei den jeweiligen Geschichten von Nero und Tamamo. Warum? 行使できる万能の高度器、14000年を経て再来する脅威に対してムーンセルが特例として作り上げたムーンセルの分身ともいえるものです。これを破壊することが優勢の目的です。そうですね。ですが月で作られたものを使用することを
Eigentlich sehr kurzsichtig gedacht. これは優勢からの絶対指令です。かつての1万4000年前の戦いでムーンセルは優勢に対して大敗を喫しました。星船を深々と打ち込まれ、侵食されて、結果的に自らの中に未明領域というデッドスペースを作ることでしか星船を封印できなかった。ムーンセルにとって未明領域とは体に空いた虚無なのです。 Ich war jetzt auch gerade, während Atera das jetzt hier schön erklärt, was es mit dem Mooncell und dem Regalia auf sich hat, habe ich mir überlegt, ob wir überhaupt noch in die Nebenmissionen, in die Nebenstories reingehen von den Charakteren. Oder ob wir jetzt komplett uns auf ihre Story konzentrieren und dann auch das LP mit ihrer Geschichte abschließen. Ich denke, das wäre fast das Vernünftigste, weil es doch einiges noch im Endgame, glaube ich, gibt, was man noch machen kann. Aber ihre Story als Abschluss quasi der bessere Abschluss wäre, als wenn ich jetzt einfach irgendeine Nebenstory nehme, die mir irgendwie gefällt und dann anhand derer einfach das LP abschließe. Und außerdem möchte ich jetzt eigentlich diese Faszination, die ich gerade mit ihrer Geschichte habe, eigentlich auch nicht unterbrechen, indem ich jetzt eine Nebengeschichte spiele. Das ist interessant zu erfahren. Anscheinend als sie als weißer Titan besiegt wurde, hat das Mooncell eine Art Störfrequenz erzeugt rund um das ganze Sonnensystem herum, wodurch der Stern, also Verbal, nicht in der Lage ist, das Sonnensystem überhaupt noch zu finden. Als wäre es irgendwie verschwunden quasi. Genau, und solange es noch funktioniert, kann der Stern das Sonnensystem nicht mehr finden. Daher soll das Mooncell zerstört werden, was dafür verantwortlich ist, für diese Störfrequenz, um ja noch den Rest bisschen Zivilisation, das heißt, den Rest vom Sonnensystem noch zu zerstören. Das wäre tatsächlich das Logische zu tun, ja. Sie aufzuhalten. そうですね。結局私は優勢の。
変わらないんですね。あなたは。私、ドキドキしながら話していたのに。Ja, auf jeden Fall bin ich das so ein bisschen, sehr ein bisschen zurückblicke auf das, was wir bisher über Altera gewusst haben in Neros und Tamamos Geschichte. Ein extremer Unterschied. ありえない。優勢がないとしてもやっぱり私のあり方は変わりません。Aber wenn es so verzweifelt versucht, irgendwie ans Sonnensystem zu kommen und ohne dass sie das Mondzelt zerstört, eigentlich unentdeckt bleibt, solange, warum gibt sie nicht einfach ihre Pflicht auf? でも、セファールにはあれにはなりたくない。もしも不可能を可能とするものがあるのなら、どんな怪物の願いでも叶えてくれるのなら、私はかつて地上で見た私のように暗くない場所で、青い空の下で、大地にちゃんと足をつけて生きて何かを残したい。Ja, es war mehr ein Echo, mehr ein Versprechen an sich selbst, oder ja. Wir nehmen uns jetzt quasi den Entschluss, dass, wenn das Regal ja vervollständigt ist, wir im Mondzelt eine Möglichkeit zu versuchen, Altera vom Stern zu trennen, ihre Bindung zu trennen und vielleicht mit Hilfe des Heiligen Grals anschließend ihr den Wunsch erfüllen, dass sie auf Erden wandeln darf. Natürlich erzählen wir ihr allerdings darüber nichts. Obwohl es vielleicht besser wäre, es ihr zu erzählen. Oh, zerrallte und lachte ich mal. Wie ist es? Hast du etwas Spaß gehabt? 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 Hast du etwas Spaß gehabt?でもその前に、とっておきのお食事用意しますね。回復効果も抜群の、たっぷり精がつくものです。勉強したんです。情報をここで検索して、そういうものがいいんだって知って、ですね、その詳しくは話せないんですけど、未明領域で自動発生した適正プログラムに、地上の神話に出てくるものによく似た個体があって、それを、もし、どうかされましたか？Am besten erzählt sie uns einfach gar nicht das, was unser Essen bestellt. もう来てしまいましたね。優勢が呼んでいます。戦いの時です。最後の王権、
レガリアのかけらを支柱に背負うと涙の星がああしてうめいている。鐘の音が告げるのは逃れえぬ戦いの時。戦う相手は赤のセイバー、あなたのかつてのメインサーバント。共に聖杯戦争を戦い抜いた2機のうちの1機、あなたと共に歩んできた人。Ja, jetzt müssen wir gegen Nero kämpfen. Oh je. Doka, bitte noch mal dir. Mein Master. Oh, sie macht sich ja wirklich Sorgen um uns. Das ist süß. あちらのある寺が何を話していたかは、おおむねこの私も把握している。私は本体が見る夢だ。本体のように考えることはできないし、本体の記憶を完全に引き継ぐこともかなわない。だが、気持ちは共有できる。今、このアバターを作り上げているものは、ひどく温かな感情だ。私は。それが嬉しい。たとえそれがすぐに冷めてしまうものだとしても。さあ行こう、マスター Ja, im Endeffekt sind sie ja doch ein und die gleiche Person. Nanda. So, da, na. Wakatta. Yaksoku shiyo. Tadashi. Da bin ich mal gespannt, ob Nero so gesprächsbereit ist. Aber. Wenn sie uns mindestens genauso sehr liebt wie Tamamo, wird sie zuhören, zumindest für eine kurze Zeit. Tatakai, hakai shite. Legaria, sono Daisan no kakera o te ni shio. Damit müsste jetzt eigentlich nochmal die nächste Schlacht beginnen. Und der Dialog, mit dem alles anfängt. Und alles endet. Sehr philosophisch von mir, ich weiß. Also allmählich kriege ich Gänsehaut, wenn ich diesen Dialog lese und höre. Also, wie gesagt, gar nicht mehr so leicht, das Ganze gar nicht mehr so leicht zu ignorieren. Vor allen Dingen, man erfährt immer wieder kleine Details und immer wieder kleine Hinweise zu ihrer Geschichte, zu ihren Gedanken zum ganzen Thema. Auf jeden Fall, ich finde Altera als Charakter bisher sehr faszinierend, sehr interessant. Bin nur gespannt, wie das am Ende, also wie das endet mit ihr und wie das jetzt auch mit Nero enden wird in der nächsten Zeit. Auf jeden Fall, ich bin gespannt. Hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei, bei Fate Extella. Und wir gehen auf jeden Fall im nächsten Part auf Angriffskurs Richtung Neros romanisches Imperium. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.